Also bitte, falls ihr diese Nummer bekommt, gebt sie nicht weiter. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Es gab so viele Nachrichten. Oh, Schokolade. Ich dachte, es wäre einfacher. Ho, ho, ho. Hallo, hi, 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 hello! Okay, das war echt komisch. Hallo, hallo, willkommen zurück zu einem neuen Marvelender hier vom Kanal. Ich weiß gar nicht, heute ist mal Marvelender Tag 5. Nee, 6. Marvelender Tag 6. Ja, genau. Heute ist Nikolaus, das habe ich auch passend die Nikolausmütze an. Okay, eigentlich nur, weil meine Haare fertig sind, aber das ignorieren wir. Ich zeige euch am Anfang des Marvelenders, glaube ich, erstmal, was überhaupt meinem Nikolaus-Strumpf, sagt man das so, meinem Nikolaus-Schuh drin war. Also das war auch mit meinem Adventskalender drin. Also mein Adventskalender war quasi so mein Nikolaus-Geschenk. Von meiner Oma habe ich auch noch Sachen bekommen, zum Beispiel Ohrringe. Die möchte ich noch holen, die wollte ich euch auch noch zeigen. Ja, aber bevor ich jetzt euch die anderen Sachen zeige, lasst erstmal einen dicken Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Ich würde mich super darüber freuen, weil die Marvelender sind super viel Arbeit. Also lasst gerne einen Daumen nach oben da und zeigt mir, wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch gefällt. Und das erste, was ich in meinem Nikolaus-Geschenk-Ding hatte, ist so ein Haarclip. Da ist so eine Nikolaus-Mütze. Kennt ihr das? Das ist ein bisschen überbelichtet, merke ich irgendwie. Also dieser Haarclip war da drin. Ne? Und das ist einfach so eine Nikolaus-Mütze. Dann noch diese Riesenspange. Die habe ich gestern sogar noch mal vermisst, weil ich brauchte so eine unbedingt, auch wenn ich meine Haare mal so hoch machen will, wenn ich duschen gehe und ich über die Badehaube aufsetzen will. Ein Schoko-Nikolaus, der musste schon geköpft werden von mir selber. Nicht so viel davon essen. Eine Mandarine. Ich wollte einen coolen Move machen, hat nicht ganz funktioniert. diesen Bullet Journal. Dieses Bullet Journal. Das sieht total schön aus mit diesem Traumfänger und diesem Magical hier vorne. Hat halt auch so gepunktete Seiten, dass man so Handlettering drin machen kann. Und dazu passend diese Brushmarkers hier noch bekommen. Die kann man auch, da kann man auch auf Glas malen, aber unten steht Perfect for Handlettering. Also damit kann man auch auf Papier malen. Aber man könnte quasi auch ans Fenster malen. Das ist voll witzig, muss ich unbedingt mal ausprobieren. Und ich glaube, ich habe noch schnell die anderen Sachen, die ich bekommen habe von meiner Oma. Und von meinem Opi. Das haben Oma und Opa gerade eben noch vorbeigebracht. Wieder ein Schoko-Nikolaus mit ein bisschen Geld, das übersehen wir. Zwei Mandarinchen. Ich liebe Mandarinen, das heißt meine ganze Familie. Und noch Ohrringe. Hier, die sind mega schön. Da seht ihr. Hier, die haben auch so ein Halsband an, das schimmert noch so blau, das ist total schön. Das muss ich unbedingt mal anziehen. Aber gerade habe ich diese Nikolaus-Ohrringe drin, die passen heute gut. Ja, das waren meine Nikolaus-Geschenke. Und was heute ansteht für die Marvelender ist, ich werde meine Nummer von zwei von euch vergeben. Ja, genau, von Instagram. Ich habe gesagt, wenn mir am meisten in den Kommentaren auffällt, der bekommt meine Nummer. Ich gebe das heute zwei Leuten. Ich habe mir gedacht, ich erstelle so eine Gruppe oder so. Da kommen dann immer mehr Leute rein. Ich bin gerade außer Atem. Ich habe die Treppe so runtergerannt. Okay. Ich ziehe meine Zahnspange mal wieder an. Also, ich habe das Ganze gemacht. Wenn mir so viele geschrieben haben, bitte, können wir mal mit dir schreiben oder so. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe noch dieses alte Handy. Und da habe ich eine Nummer drauf und die könnte ich einfach vergeben. Also ich wollte es nicht auf meinem richtigen Handy machen, weil sonst kommen da immer so viele Anrufe und so. Also bitte, falls ihr diese Nummer bekommt, gebt sie nicht weiter, weil das würde, glaube ich, auch euch nicht so viel bringen. Weil dann seid ihr nicht mehr so allein in dieser Gruppe, wisst ihr, was ich meine? Und dann ist die Chance geringer, dass ich euch immer wieder antworte und so. Weil sonst sind da so viele Leute, wenn ihr das allen gebt, also und dann die Gruppe hinzufügt. Das wäre ein bisschen blöd. Aber gut, ich will jetzt erstmal schauen, wer mir auf Instagram in den Kommentaren von meinem neuesten Beitrag aufgefallen ist. Übrigens habe ich euch schon mal einen neuen Handy-Hintergrund gezeigt. Den wollte ich euch eigentlich auch noch zeigen. Falsch rum. So sieht es aus. Den habe ich ja letztens gemacht. Der gefällt mir gut. Das ist so ein Christmas-Hintergrund einfach. Wahrscheinlich werde ich den bald wieder ändern, weil es mir total Spaß macht. Okay, wir schauen jetzt erstmal bei Instagram vorbei. So. Maybe it's just because you're awkward. Das kam gerade so, da war so ein Edit. Das ist mein neuester Beitrag. Ich hatte meine Skincare-Routine noch, als ich ein Thumbnail machen wollte. I wanna ruin.
Angel, we should be lovers instead. So, aber schau mal, hier habe ich glaube ich schon eine, die Emma. Hier seht ihr, könnt ihr es erkennen? Sie hat voll den langen Kommentar geschrieben, sie ist mir auf jeden Fall dann aufgefallen damit. Also sie meinte, es wäre das tollste Geschenk, wenn sie meine Handynummer bekommen könnte. Dann schreibe ich mir das schon mal auf. Ich streue jetzt hier mal ein bisschen durch. Und dann gebe ich euch gleich bekannt, wem ich meine Nummer mal zustecken werde. Ihr wisst, was ich meine. Okay, dann wollen wir mal schauen. Marvies Adventskalender. Die habe ich hier gerade gesehen. Wo ist sie hin? Hier. Hallo. Ich möchte gerne drauf tippen. Mein Handy spinnt heute auch. Hey, ihr zwei. Ich weiß nicht, sind das zwei? Ich weiß es leider nicht. Kurz, wir haben schon so mehrere. Okay, wir schreiben einfach. Hey, ich hoffe, euch geht's gut. Hier ist Mavi. Ihr seid mir in den Kommentaren sehr aufgefallen. Ich liebe auch euren Adventskalender-Page. Das ist so cool. Und ich habe ja gesagt, das machen wir nochmal. Das war total verhaspelt. Ich bin aufgeregt. So, dann gucken wir mal, wann sie antwortet. Oder wann irgendwer von den beiden antwortet. Oh, ist aufregend. Cool. Ah. Okay, wow, Marvis Adventskalender hat schon geantwortet. Das sind voll viele. Da habe ich ja ein bisschen nicht mit gerechnet, aber ich glaube, ich füge sie jetzt einfach alle zur Gruppe hinzu. Das ist ja okay. Ist auch, glaube ich, witziger, wenn schon ein paar mehr in der Gruppe sind. So sieht es aus. Also, das ist mein Profilbild, ja auch so ein Christmas-Profilbild genommen. Und jetzt werde ich mal die Nummern hier einspeichern. Oh, das ist so süß. Schau mal, wie sie sich freuen. Oh, das ist wirklich so süß. Ich kaufe erstmal ein bisschen Schokolade. Schau mal, wie süß, habt ihr gerade eben Linda im Hintergrund schnarchen gehört? Ihr gerade voll geschnarcht. Oh, Baby. Lauschebauch. Oh. Übrigens, ich finde mein Outfit. Ja, ich weiß. Meine Kuschelsocken in den Pantoffeln. Sieht sehr sexy aus. Oh mein Gott, Es sind gerade so viele Nachrichten. Ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht zuhören. Ob die jetzt vom Marvis Adventskalender ist, so eine Fanpage, wo ganz viele irgendwie mitmachen anscheinend. Und ich weiß noch nicht, wer das jetzt ist und ob die da alle zugehören. Oh mein Gott. Das sind insgesamt 24 Stück. Ich dachte, ich schreibe gleich mit einer. Aber diese Fanpage sind 24 Stück. Ups. Das war ja wirklich der größte Fail auf Erden, glaube ich. Ich wollte auch mal ein cooler Influencer sein, der seine Nummer weitergibt. Und jetzt ist das dabei rausgekommen. Ich muss euch erstmal gucken, wie ich das gleich alles hinkriege mit dem Sortieren und so. Weil ich will jetzt auch nicht irgendwie ein Ausgrenzen von dieser Gruppe. Vielleicht mache ich nochmal eine neue Nummer oder so. Ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal so. Und ich kriege das schon irgendwie hin. Genau, also ich muss mich jetzt kurz mal erstmal hier sortieren. Es war ein klitzekleiner Fail. Sorry für dieses Durcheinander jetzt hier. Aber ich weiß echt gar nicht mehr, wer ist und wer irgendwo hingehört. Aber ich kümmere mich jetzt mal darum, um die Verwaltung dieser Gruppe hier. Oh, Schokolade. Ach so, die sind 24 Leute für jeden Tag eine Person. Ich gucke jetzt einfach nach dem Profilbild. Ich habe so eine Hintergrundbilder-App. Die wollten irgendwas Weihnachtliches haben. Schaue ich jetzt erstmal, ob ich irgendwas Weihnachtliches finde, was sie als Profilbild nehmen können. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie geregelt. Ich dachte, es wäre einfacher. Wow, okay. Eigentlich möchte ich auch machen irgendwas Cooles mit der Gruppe so, dass sie dann auch manche Sachen für Instagram irgendwie mitentscheiden können oder sowas. Also keine Ahnung, irgendwie so ein paar Sachen früher erfahren oder so. Es war etwas doch komplizierter. Ich habe jetzt alles hingekriegt. Bin mich jetzt erstmal etwas entspannen und mit dieser Gruppe mal was regeln. Und dann bin ich weg an Schlüssel. Ich hatte ehrlich gesagt eigentlich auch geplant, dass ich einen FaceTime-Anruf mit denen mache. Aber wenn ich einen Gruppenanruf mache mit 24 Leuten, ich glaube, dann stirbt das Handy richtig ab. Das ist jetzt schon so heiß, ne? Ich kann das fast gar nicht anfassen. Oh Gott. Ich weiß nicht, was ist überhaupt mein Handy? Ist es so ein iPhone 4 oder 5? Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, der Marvi Länder wird auch ein bisschen spannender für euch, weil gerade wäre ja sehr spannend für mich, aber wenn ich nur eine ganze Zeit am Schreibtisch sitze und mich mit diesem Handy hier beschäftige, das gleich explodieren wird wahrscheinlich. Ist ja ein bisschen langweilig, der Marvilander. Ein kleiner Fail-Marvilander heute, aber bei mir geht alles Überforderung ab. Oh nein. Jetzt wird hier angerufen. Hilfe, ich will nicht drangehen. Ich kann jetzt nicht drangehen. Ich weiß nicht, wer das ist. Das hier ist übrigens unser Profilbild. Seht ihr, das hat einer aus der Gruppe erstellt. Finde ich mal cool. Marvinatix. Ja, okay, jetzt werde ich gleich mal was tun. Oh, ich bin gerade richtig überfordert. Ihr könnt mir jetzt mal zeigen, wie oft ich heute in diesem Marvin Länder überfordert gesagt habe. Ich glaube, es waren über 10 Mal. Kann es sein? Oh,
sieht man diesen Atem. Boah, das ist so kalt. Ich habe mich jetzt hier rausgewagt, Leute. Aus Trampolin. Das ist klitsch. Aber nicht klitschnass. Ich kann gar nicht drauf springen. Guck mal. Auch mit dem Marvin Länder. Ich will noch kurz ein Shoutout und dann mache ich Tschüssi. Okay, das heutige Shoutout geht an Sophia. Sie hat geschrieben: Hey Barbie, ich liebe dich und deine Videos. Du bist so sportlich, nett, talentiert und kreativ. Ich kenne dich mit einer Freundin, Berna Molenz, seit einem Jahr. Wäre super nett, wenn du mich, meine Freundinnen, Polina und Nicole, grüßt. Ja, also ganz liebe Grüße gehen raus an euch drei. Und das war es auch mit dem Marvin Länder. Ich werde jetzt mal schauen, was meine WhatsApp-Gruppe macht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss! Und das mit einem Daumen nach oben da.